Ja, also herzlich willkommen hier beim Walkthrough von Lords of the Fallen. Und wir sind jetzt hier im Außenbereich. In dem letzten Teil haben wir wirklich knüppelharte Action da in diesem Geheimbereich gemacht und sind auch das erste Mal gestorben. Und ja, nicht nur einmal. Das war wirklich richtig hart, aber es hat sich gelohnt. Schaut da unten, wir haben jetzt unsere 6 Tränke. Und machen jetzt hier diesen Außenbereich, der auch nochmal sehr, sehr unübersichtlich wird. Aber auch den meistern wir. Hier haben wir wieder so einen Unsichtbaren. Ach, einen Unsichtbaren. So einen Blinden. So, jetzt müssen wir geschickt vorgehen. Wir sehen, hier oben patrouilliert so ein Marodeurstyp. Und hier unten stehen zwei solche Blinden, die uns aber hören, wenn wir jetzt uns mit ihnen hier betun. Und dann müssen wir jetzt schauen, wie wir es am schlauesten machen. So, er hat uns schon gesehen. Nee. So, wir haben ja jetzt auch unseren Zauber und das ist sinnvoll. Wir stellen uns hinter die beiden, weil der rauscht dann nämlich durch und erwischt beide. Und wir rennen gleich hin, hauen drauf, was wir haben und haben einen von denen schon erledigt, den zweiten erledigt. Und jetzt können wir uns um ihn hier kümmern. Die sind mittlerweile nicht mehr so schwer, wir haben dann Dreh raus. Ah ja, gut, der Vorführeffekt, ne? So, schön Backstep gelandet. Und dann ist auch Feierabend. So, jetzt müssen wir uns entscheiden, links oder rechts. Jeweils ist hier ein Hebel, damit wir die Tore hier öffnen können, wo dahinter schon ein neuer NPC wartet. Wir gehen zuerst nach rechts. Hier wartet nochmal so ein Marodeur. Den bekommen wir auch hin. Guckt, Backstep und dann ist auch Feierabend mit ihm. Dann lassen wir hier das erste Tor nach oben. Ja, sieht auch wirklich sehr, sehr schwer aus, hier der Hebel sehr cool inszeniert. So, und jetzt gehen wir auf die andere Seite und dort wartet ein neuer Gegnertyp. Das sind so eine Art Schorgen mit kleinem Schwert und kleinem Schild und sehr, sehr wendig. Und hier gibt es, die kommen jetzt an, springen, ach ne, springen nicht. Und in der Regel ist es sinnvoll, die linksrum zu umgehen, wenn er dann mal angreifen will. Also ihr seht, der ist wirklich wendig und will nicht so richtig angreifen. Da auf Abstand gehen, ihn angreifen lassen und dann von hinten kalt machen. Ganz einfach, viel Leben haben die nicht. Aber die sind auch saugefährlich. So, hier ist der zweite Hebel, den betätigen wir und lassen das zweite Tor nach oben. Loot war hier keins. Und dann schauen wir mal, was für ein NPC hier auf uns wartet. Ja, aus irgendeinem Grund spinnt hier jetzt gerade die Sprachausgabe. Also ihr hört ja, der Ton vom Spiel ist da, aber die Sprachausgabe funktioniert irgendwie nicht. Also dieser Mönch erzählt uns, er wurde vergiftet von einer Spinne, die in sein Labor lauert, weil da alles voller Spinnen ist. Wir kennen die Spinnen ja mittlerweile. Und wir müssen jetzt entscheiden, weil sein Arm ist einfach voller Gift. Und er kann das Gift nicht mehr rausholen und wir müssen ihm jetzt den Arm abschlagen. Oder wir lassen es, aber wir schlagen ihm selbstverständlich den Arm ab, denn dieser NPC hier ist am Ende noch ein relativ wichtiger. Ja, jetzt bedankt er sich, aber er ist trotzdem geschwächt und er fragt, ob wir ihm irgendwie einen Drang geben können oder so. Und in dem Fall geben wir ihm natürlich einen Drang gleich. Ja, das überspringen wir jetzt mal. Also er braucht ein Heilmittel und wir geben ihm selbstverständlich den Drang. Wir haben dadurch dauerhaft einen weniger, aber der Typ ist wirklich wichtig. Und
Bei ihnen bekommen wir dann auch neue Dränge und sowas. Wir können die Dränge dann aufbessern. Von daher ist er wichtig und wir geben ihm selbstverständlich diesen Trank. Nicht, dass wir das am Ende nicht machen können. So, jetzt geht's hier einmal nach links, nach rechts und geradeaus. Wir gehen erstmal hier links rum, wollen diesen Turm säubern. Und hier lauern schon wieder diese kleinen mistigen Spinnen. Da die nächste, die sind natürlich keine Herausforderung. Die haben beschützt hier diese wunderschöne Truhe. Gucken wir mal, was hier Feines drin ist. Heißes Blut, eine leichte Rüstung, sehr cool. So, jetzt geht's weiter hier geradeaus erst einmal. Der Typ ist blind. Wir hauen ihn um mit unserer neuen Axt. Bekommen wir den wirklich sehr gut geplättet. So, jetzt lauern da einer und hier hinten einer. Wir gucken, ob wir hier einen Backstab landen können, weil wenn wir den hier angreifen, kommt der andere auch. Ach, natürlich kein Backstab. Aber der hat uns nicht mitbekommen. Na wunderbar. Also laufen wir hier auch schön langsam hin und machen einen schweren, aufgeladenen Schlag. Und das war's mit ihm. So, hier ist jetzt nichts weiter. Wir gehen jetzt hier nach oben und kommen quasi auf der anderen Seite raus. So, wir gehen jetzt hier aber noch einmal rein. Und gehen durch diese Tür. Und hier lauert wieder ein neuer Gegnertyp. Ziemlich gemein. Also hier schläft da einer und dahinter lauert ein Fernkämpfer, ein Armbrustschütze. Den machen wir zuerst und dann begeben wir uns zu ihm hier. Er ist zwar wach geworden, aber der weiß nicht, wo wir sind, weil er ja blind ist. Den hauen wir um und dann haben wir auch den Bereich hier erledigt. So, jetzt kommen wir in den nördlichen Wachturm. Hier müssen wir schön vorsichtig sein. Gehen wir hier rein und hier lauert auch wieder so ein Schurkentyp genau hinter uns. Genau. Also ihr seht, die sind extrem flink, extrem wendig. Sind sehr, sehr defensiv. Aber mit einem Backstep kriegen wir auch den platt. So, da hinten ist wieder so ein Blinder. Den hauen wir um. Ja, und beim Kämpfen auf jeden Fall aufpassen, dass ihr nicht zu weit die Rinde in den Bereich kommt. Weil ansonsten greift der euch noch an und das wird dann wieder sehr unangenehm. So, hier haben wir eine Truhe mit einem Runensiegel. Die können wir öffnen, wenn wir Runen haben. So, wir haben natürlich eine Rune und öffnen diese Truhe hier. Und hier drinne ist das lebendige Element. Ein richtig cooles Set. Das ziehe ich jetzt auch mal an. Ja, richtig cool. Nur leider haben wir den Brustpanzer noch nicht da davon. Wir nehmen jetzt auch mal einen Trank, füllen unser Leben auf. Das Rüstungsset ist ein bisschen schwerer. Dadurch haben wir jetzt wieder eine etwas langsamere Rolle, aber das geht. So, hier diese Tür ist noch geschlossen. Und da kommen wir von der anderen Seite erst dran. Hier ist noch eine Schriftrolle, nehmen wir mit. Und jetzt begeben wir uns nach hier oben. Hier lauert schon wieder so ein großer Typ. Ja, er hat uns noch nicht mitbekommen. Vielleicht kann man direkt backsteppen. Natürlich nicht. Dann müssen wir die herkömmliche Weise machen. Umgehen oder umlaufen. Und von hinten ein Backstep landen. So, in diese Richtung würde es dann gleich weitergehen. Wir gehen nochmal ein Stück zurück. Und da hinten, über meinen Kopf, ist das Tor, was wir vorhin geöffnet haben, wo der Mönch drinnen lauert. Und wir sind jetzt hier einmal hier unten drumherum.
Und jetzt lauern hier jede Menge von diesen Blinden. Dafür haben wir unseren richtig coolen Zauber. Hauen hier ein paar um schon. Guck mal, dass wir hier Stück für Stück aufrollen. So, ihn hier, er kriegt den Zauber noch ab. Und ihn können wir so umhauen. Das ist nur noch der eine. So. Hier, richtig coole Truhe wieder. Schauen wir mal, was hier Feines drin ist. Eine schwere Rüstung. Die Symmetrie. So, hier hinten haben wir noch den einen Gegner. Den machen wir platt. Die sind ja auch keine Herausforderung mehr. Und hier schließt sich dann der Kreis. Da sind wir dann wieder bei dem Mönch. So, jetzt geht's in den nächsten Bereich. Hier müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Da hinten über meinen Kopf lauert ein Armbrustschütze, der dann hier auf uns schießt, wenn wir hier in den Bereich gehen. Aber zunächst kommt jetzt eine kleine Sequenz. Ja, sehr cool. Wir haben jetzt den Magiehandschuh. Das ist quasi unsere Fernkampfwaffe. Und mit der könnten wir auch blocken und in die Ferne halt schießen. Ne? Diesen Handschuh können wir umschalten mit Steuerkreuz links. Da haben wir hier so eine Art Druckwelle. Das ist wie so ein Schrotflinte quasi. Dann haben wir hier Granate. Da wirft er so eine Granate. Und mit Geschoss schießen wir halt in ein einzelnes Geschoss. So. Jetzt rüsten wir unser Schild wieder aus. Und öffnen von der Seite mal hier dieses Tor. Das ist eine Art Shortcut. Dann können wir, wenn wir unten rumgehen, können wir nämlich dann direkt hier raus. So, jetzt Schild nach oben. Jetzt wird's fies. Kommt nämlich er. Den ziehen wir schön zurück, dass der Armbrustschütze uns hier nicht weiter auf den Sack geht. Und gucken, dass wir ihn hier so schnell wie möglich geplättet bekommen. Wir sehen, wir werden immer noch in den Rücken geschossen. So. Jetzt Beine in die Hand. Und losrennen. So, dass uns der Armbrustschütze nicht mehr erreicht. Hier ist das nächste rettende Leuchtfeuer. Das nehmen wir gleich. Aber zunächst machen wir hier oben mal Platz. Der Armbrustschütze hat sich schon zurückgezogen. Er steht jetzt da drüben. Und wir müssen uns jetzt erstmal mit ihm hier betätigen. So, ihn haben wir auch. Zu den rechten rettenden Leuchtfeuer gehen wir jetzt auch noch nicht. Wir machen jetzt hier diesen Turm noch. Oder doch, den anderen Turm, den machen wir in einer separaten Folge. Damit es nicht zu lang wird, die letzte Folge war ja schon wirklich relativ lang und undurchschaubar. Und hier bekommen wir einen neuen NPC. Und hier geht auch gleich eine richtig coole Cutscene los. Ja, weiterhin spinnt irgendwie die Sprachausgabe. Deswegen machen wir dann auch gleich hier Schluss. Da kann ich das Spiel neu starten und dann funktioniert das wieder. Diese nette Dame hier ist Jetka. Auch ein ganz wichtiger NPC für den weiteren Verlauf. Und hier können wir jetzt entscheiden, ob sie den Mönch runterschmeißt oder nicht. Wir sagen einfach jetzt mal, ja, schmeißen wir runter. Der interessiert uns nicht. Ja, und das macht sie natürlich auch gleich. Und jetzt stellen wir sie zur Rede, was hier eigentlich richtig los ist. Da die Sprachausgabe nicht funktioniert, ja, überspringe ich hier diesen Dialog mal. Sie erzählt uns auf jeden Fall was von einer Wegpforte. Und genau die suchen wir dann, denn da kommen wir dann in eine neue Welt.
So, wir überspringen das. Wenn wir sie jetzt nochmal ansprechen, starten wir eine kleine Nebenquest. So, sagt sie nämlich, ja, schön, dass sie wieder da ist. Aber sie vermisst einen Dolch. Und diesen Dolch werden wir dann finden in der nächsten Folge. Und jetzt machen wir erstmal Schluss. Ich level hier ein bisschen, starte das Spiel neu. Und ja, Sache, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Packt doch den einen oder anderen Kommentar hier unter dem Video. Und ja, das Übliche. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.